So, hi zusammen, ihr wisst ja, neuer Tag, neuer Shop. Aufgaben haben wir ja gestern alle fertig gemacht. Ich habe am Ende, glaube ich, bis 10:30, 11 an dem ganzen dran gesessen. Aber ihr wisst ja, für euch mache ich das gerne. So, dann was die Custom Games betrifft, da werden wir heute, auch wenn mein Geburtstag ist, trotzdem noch weitermachen. Mal gucken, wie viele nachher, also ich sage mal so 9, 10 Uhr da sind, weil da habe ich so ein bisschen Luft. Dann bin ich ab 3 Uhr erstmal unterwegs. Ich schätze mal, dass ich so um 7, 8 eventuell da sein kann, aber alles ohne Garantie. Also da will ich mich heute wirklich nicht festlegen, wann ich da bin und wann nicht. Aber wie gesagt, Custom Games ist gestern halt nichts passiert, weil ihr wisst ja, donnerstags kommen die neuen Aufgaben raus. Da habe ich halt wirklich gar nichts gemacht. Also unverändert, Coco auf Platz 1, dann Schlips auf Platz 2, Milosch auf Platz 3, Yasin 4 und Fire FMG auf Platz 5. Also da hat sich definitiv nichts getan. Genauso hat sich auch nichts getan bei den V-Bucks, weil logischerweise die Zeit. Also ganz ehrlich, ich bin froh, immer froh, wenn ich die Aufgaben fertig habe, weil manche sind dann halt doch ein bisschen nervig und der Zeitaufwand. Das Problem ist halt echt, da ich mit den Aufgaben erst um 5:30, 6 anfange. In der Regel liegt halt einfach daran, wegen der Berufstätigkeit. Da komme ich halt nicht früher dazu. Ich muss ja noch heimkommen, duschen etc. pp. So, dann wie gesagt, erstmal danke an Toxic. Extra Gruß geht da an dich raus, der mir wirklich um Punkt 12 Uhr herzlichen Glückwunsch gesagt hat. Also wirklich GG an der Stelle. Viele schreiben immer als erster unter die in die Kommentare, aber das war definitiv erster. So, dann Herausforderung. Da kam nichts mehr hinzu. Auch wir haben jetzt hier auch alle Aufgaben gemacht. Jetzt haben wir auch komischerweise den Ladebildschirm, den wir alle vermisst haben, wo wir die Aufgabe suchen sollten, den geheimen. Aber hier ist überhaupt nichts. Aber jetzt haben wir auch den Ladebildschirm. So. Und dann erstmal, falls du komplett neu bist, was ich aber jetzt eigentlich weniger glaube. Wir machen auf dem Kanal Custom Games mit Preisgeldern. Die Liste hast du eben schon gesehen. Dann machen wir noch Skin-Verlosungen. Das Ganze immer bei 800 V-Bucks. Das Einzige, was du eigentlich machen musst, um in allem teilzunehmen, gerne abonnieren, Glocke aktivieren, damit du die Streams mitbekommst und halt die Shop-Videos, dass du immer siehst, wann irgendwie was ist. Und das Wichtigste eigentlich, Freundschaftsanfrage schicken. Einfach an yt-family-hack. Hat den ganz einfachen Grund, ich habe davon keinen Nutzen, sondern ihr habt davon den Nutzen. Weil wir müssen ja 48 Stunden miteinander befreundet sein, damit ich dir einfach einen Skin schenken kann. Weil es bringt nichts, wenn ich dich auslose. Du sagst mir deinen Epic-Namen, ich suche den in meiner Liste und dann. Toll, geht nicht. Erst in 48 Stunden. Wäre natürlich nicht so toll, weder für dich noch für mich, weil ich muss dann leider den nächsten aussuchen und das wäre natürlich nicht so schön. So, ich würde sagen, wir warten auch jetzt nicht mehr länger. Ab in den Shop. Oha. Heieiei. Das war einiges, was ich schon im Besitz habe. Aber der Shop ist mal nicht schlecht. Wir fangen diesmal hier hinten an. Erstmal nochmal danke, der mir den geschenkt hat. Jetzt fängt es langsam an, dass die Skins schon wieder kommen, die ich geschenkt bekommen habe. Also erstmal danke nochmal an der Stelle. Ihr habt schon gesehen, da kommt gleich noch was. Also wie gesagt, der Skin, ich glaube, hab ihn schon gespielt. Ich muss jetzt ehrlich sein. Ich glaube, ich habe ihn noch nicht mal gespielt, weil ich da zwei Skins an dem Tag bekommen habe. Aber auf jeden Fall trotzdem vielen, vielen Dank nochmal. Ihr wisst ja, ich kann nur jedem danken. Auch Jan für seine 200 Euro, das ist einfach geisteskrank. Auch ohne zu beleidigen, für mich ist das krank. Aber positiv krank. Weil klar, lieber 200 Euro im Streamer geschenkt, er macht was Schönes raus, anstatt das Geld einfach aus dem Fenster zu werfen. Ihr wisst, wie ich das meine. So. Dann haben wir Fußfinesse. Bam, bam, bam. Immer schön mit Lala. Mit dem Weihnachtsgesicht sieht es natürlich echt geil aus. So, dann der Skin gefällt mir auch. Halt die Sternenbotin ist zwar mega auffällig, aber sieht irgendwie richtig nice aus. Auch die Haare und so. Gut, das Rückenaccessoire, ja. Aber der Skin an sich, ich finde den nice. Wenn wir eine Schneewelt bekommen, das wäre halt auch so ein Skin, den ich spielen würde dann.
Sieht zwar aus wie eine Barbie, aber wie sieht eine Barbie aus? Also eine richtige Barbie, eigentlich recht hübsch. Die realen Barbies lassen wir das Ganze mal. Solange sie natürlich bleiben. So, dann haben wir die Holoscan-Lackierung auch schon geschenkt bekommen. Gruß geht auch da raus. Da gehen wir mal kurz nochmal durch. Sieht halt überall gleich aus. Ist halt ein durchweg gleiches Muster. So, und dann haben wir Jazzhände. Ah ja. Warum muss ich so gucken? Ist hier irgendwie leicht verwirrt. Familie jetzt guckt. Geht's noch weiter? Hi Mano. Junge, Junge. Ja, hat irgendwie was. Dann haben wir Fraktalpunkt. Doch, Fraktalpunkt, ja. Gehört auch schon zu dem Skin, den wir uns gleich angucken. Viele nennen ihn halt wirklich auch den Galaxy 2.0 Skin. Aber ja, er ist schon ziemlich ähnlich. Aber da habe ich ja gesagt, die Tarnung gefällt mir irgendwie nicht so, weil, ich weiß nicht, mit der komme ich irgendwie nicht klar. So sieht es eigentlich schon wieder geil aus. Aber auch damals habe ich schon gesagt, ich glaube, das wäre mir einfach zu viel Animation. Wisst ihr, wie ich meine, wenn du da vorne. Ja, schwierig. Aber schlecht. Ja, ich glaube, schlecht ist sie wirklich nicht. Ich meine, man sieht die Waffe ja nie so. Ja, so finde ich es dann doch ein bisschen komisch. Aber so sehe ich die Waffe nicht. Ich sehe die am meisten so, sage ich jetzt mal. Dann sieht es wieder nice aus. Ja. Meinungen ändern sich. Wahnsinn. So, dann würde ich sagen, gehen wir mal zum Hauptakt heute, nämlich der neue Skin, nämlich Polara. Und er ist reaktiv, der Skin. Was er genau macht, lasst euch überraschen. Dann haben wir hier noch den Pinguin auf dem Rücken. Bewegt er sich? Leicht, wenn wir uns bewegen. Aber der Skin definitiv nice. Gehört nicht zu den normalen Teddybären, sondern also keine Skin-Art. Also Skin, Stil, so rum haben wir. Jetzt haben wir es. Sondern ist ein komplett eigener Skin, also nicht wundern. Ja, für 1200 V-Bucks macht man da eigentlich auch nichts verkehrt. Aber es kommen jetzt so viele helle Skins raus. Eigentlich muss doch jetzt die Winterweb rauskommen. So, dann haben wir auch einen sehr schönen Skin. Aber ganz ehrlich, der gefällt mir meiner trotzdem besser. Weil davon haben wir ja quasi die dunkle Variante. Wartet mal. Da. Also gefällt mir die Variante doch schon besser. Obwohl da so nicht schön. Also sagen wir kurz und knapp, der Skin gefällt mir eigentlich überhaupt nicht. Ah, nee. Nee. Ist zwar Season 3, aber mir persönlich gefällt der Skin nicht. Nee. Und dann haben wir natürlich noch die Anarchiehacke, die ist wieder nice. Ich weiß nicht, ob man es wirklich laut genug hört. Aber die ist halt geil, die Spitzhacke. Also wenn ihr irgendwo auffallen wollt, holt euch die. Nur vom Ton her. So, dann Stage Dive. Der Kleider ist natürlich. Also das ist wirklich schon oldschool. Beziehungsweise OG. Der ist schon geil. Das waren halt damals die typischen Kleider. Heute wäre das auch, ja, haben sie wieder so einen rausgebracht. Aber damals, nein, das weiß ich sogar noch. Die Sache, ich denke mal, ich spiele nicht so lange Fortnite. Ich glaube, ich spiele länger Fortnite, als ich denken kann anscheinend. So, dann, ihr seht schon, die Unendlichkeit ist da. Den haben wir uns damals schon gekauft, direkt als die Season rauskam. Ich fand ihn damals schon geil. Ich finde ihn immer noch geil, obwohl ich ihn eigentlich doch recht selten spiele. Also ich glaube, von vorne fällt er auch weniger, aber von hinten. Vielleicht spiele ich ihn auch deshalb nicht, weil er mir von hinten so hell vorkommt. Aber definitiv ein nice der Skin. Auch das Rückenaccessoire passt natürlich perfekt zusammen. Wie gesagt, viele sagen Galaxy 2.0. So, was haben wir noch? Ewiger Nullpunkt im Besitz. Ja, hoch. Wieso steht es in dem Besitz? Erstmal auch danke da ans Geschenk.
Also hier ist einiges, was ich geschenkt bekommen habe von euch. Gruß geht da nochmal an jeden einzelnen raus. So, dazu noch Sternschlag. Der Sternschlag fehlt mir dann eigentlich. Nein, das ist ganz ehrlich. Ich habe schon genug geschenkt bekommen von euch. So, dann haben wir aber nochmal zwei Sachen, nämlich der Krypto. Ein Krypto ist so ein Skin. Ja. Der ist nice. Dann das Rückenaccessoire. Ich glaube, das ist mit der eins der besten Rückenaccessoire, die wir haben im Spiel. Ist einfach mein Empfinden. Das Skin an sich ist einfach fresh. Fresh nennen wir es einfach mal. Also ohne Quatsch, der Skin ist nice mit dem Rückenaccessoire. Obwohl das Rückenaccessoire glaube ich noch nicht mal bei ihm drauf, sondern eher auf dem anderen Skin. Jetzt wo ich mir das gerade so angucke, weil ich glaube, den würde ich auch wieder spielen, komplett ohne Rückenaccessoire. So, dann würde ich sagen, war es das auch schon wieder mit dem Shop. Wie gesagt, vergesst nicht, Creator Code YT-FamilyHack. Meiner wurde gestern auch schon wieder rausgelöscht, also guckt mal bitte nach, ob meiner noch drin ist. Und in dem Sinne gehen wir kurz rüber zu RDW. Bedeutet, genau, rette die Welt. So, da habe ich selber mal wieder keine V-Bucks-Aufgaben gesehen. Gestern hat ja der liebe Schleuderaffe in den Kommentaren geschrieben, dass noch zwei V-Bucks-Missionen da waren. Auf jeden Fall Gruß geht da raus. Ich werde euch immer anpinnen, sobald ihr irgendwas Neues da unten reinschreibt. Denn er sagte nämlich auch, wir müssen im Item Shop. Ich habe zwar kurz reingeguckt, aber gar nicht so drüber nachgedacht. Die, sagte er nämlich, sollten wir uns kaufen. Die ist auch mit in den News mit drin. Also wird der Kram gekauft. Obwohl ich eigentlich von Nahkampfwaffen nichts halte, ne? So, dann aber man sieht, ich hatte keine Zeit, wenn ich noch nicht mal Überlebende gekauft habe. So, das haben wir. So, was brauche ich noch? Da brauche ich. Ich brauche so viel Tropfen. Das ist eklig schon langsam. So, was haben wir noch? Überlebende haben wir gekauft. Das haben wir gekauft. Hier ist glaube ich immer noch nichts Neues. Nee. So, dann würde ich aber sagen, war es das jetzt mit dem Shop, weil, wie gesagt, hier, ich komme halt, wie gesagt, nur damit ihr mal Bescheid wisst, ich komme leider Gottes nur bis hierhin. Mehr habe ich leider noch nicht. Deshalb, wenn ihr schon weiter seid, kann es sein, dass da noch V-Bucks-Missionen sind, aber ich selbst habe halt jetzt keine gefunden. Gruß, wie gesagt, an Schleuderaffe, der gestern schon das Ganze markiert hat. Und dann würde ich sagen, war es das auch für jetzt. Und euch einen schönen Tag in der Schule. Ich kann schön zu Hause bleiben, denn mein Chef hat mir freigegeben an meinem Geburtstag. Und in dem Sinne würde ich sagen, haut rein.